Was hast du denn da gefunden? Hündchen! Ja, das ist ein Spielzeughund. Was ist das Blaue da auf der Rückseite? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das Blaue da hinten ist? Ein Schlüssel! Ein Schlüssel ist das! Ja, das ist richtig, ein Schlüssel. Das muss ein Spielzeug zum Aufziehen sein. Ja, Pocoyo, einfach den Schlüssel drehen und immer weiter. So geht es. Jetzt setz das Hündchen auf den Boden. Seht euch das an. Es bellt auch. Ist das nicht fantastisch? Hündchen. Hündchen. Pocoyo, Lula möchte mit dir spielen. Ich glaube, es muss aufgezogen werden. Ach so. Das war ein toller Trick, nicht wahr? Oh, sieh mal, Pocoyo. Lula macht auch ganz tolle Tricks für dich. Lula, das waren wirklich tolle Tricks. Oh, sei nicht traurig, Lula. Pocoyo, ich glaube, da ist jemand sehr, sehr traurig. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wer da so traurig ist? Lula ist traurig. Die arme Lula. Ja, ja. Du warst ganz mit deinem neuen Spielzeug beschäftigt. Da hast du sie plötzlich vergessen. Lula? Lula? Lula spielen? Das ist viel besser. Keine Angst, Lula. Pocoyo mag dich viel mehr als dieses Spielzeughündchen. Wie schön. Na, das sieht doch wieder sehr fröhlich aus. Manchmal muss man Acht geben, dass man seine Freunde nicht vernachlässigt. Bravo, Pocoyo. Prima.
immer, Lula. Macht's gut. Bis bald. Hallo alle zusammen. Es scheint, ihr tragt ein spannendes Fußballspiel aus. Was für ein Tor! Hallo Nina! Hallo Roberto! Wollt ihr beim Fußballspiel mitmachen? Wie bitte? Ihr habt mehr Spaß mit euren Spielen zu Hause? Mehr Spaß als bei einem Fußballspiel? Nina fragt, ob du eines ihrer Spiele ausprobieren willst. Warum gehst du es nicht holen, Nina? Nina fragt, ob du nicht auf ihren zahmen Roberto aufpassen könntest, während sie fort ist. Yeah! Großartige Idee, Pato. Roberto kann im Tor stehen, bis Nina zurück ist. Roberto, du musst den Schuss halten. Bist du in Ordnung? Oh oh. Er sieht jetzt aus wie ein Toaster. Er sieht nicht nur aus wie ein Toaster, er ist ein Toaster. Roberto, bist du okay? Jetzt bist du ein Staubsauger. Das trifft sich gut mit all den Toastscheiben, die hier herumliegen. Kleine Raupe, Babypieps, passt auf! Pocoyo! Du hast kleine Raupe und Babypieps gerettet. Sehr gut! Roberto, sei vorsichtig. Jetzt stellt sich heraus,
dass du ein großartiger Tänzer bist. Roberto ist außer Kontrolle. Wir müssen ihn stoppen. Nina, schnell. Niemand weiß, wie man Roberto stillstellt. Du weißt es aber bestimmt. Etwas zum Spielen für alle mitgebracht. Oh, macht das Spaß!